Hallihallo und willkommen zurück zu Scala. Ja, was wir dieses Mal machen, habe ich euch letztes Mal schon angedroht, nämlich Arrays. Das ist eigentlich kein großes Hexenwerk hier. Ja, man hat mehrere Möglichkeiten, ein Array zu deklarieren erstmal. Sagen wir mal, wir haben hier das Array A und dann schreiben wir hier einfach A Doppelpunkt Array. Also Array ist tatsächlich ein eigener Type, mehr oder weniger für die, die Java gut kennen, ein Java Generic. So ist es intern, glaube ich, gehandhabt. Sagen wir hier einfach mal, das, nee, das ist ein Int. Und ja, dann können wir hier schreiben New. Okay, muss ich es austippen. Array Int und dann hier hinten in runden Klammern, also hier in eckigen Klammern der Typ, in runden Klammern wie viel, zum Beispiel 5. So, und dann haben wir schon ein vollständiges Array definiert. Wir können aber auch einfach hier. Da wir das, da uns der Compiler das automatisch erkennt, können wir sagen, var a gleich und dann direkt den New Array von 5 deklarieren. So, und jetzt können wir hier drauf zugreifen. Achtung, bei allen anderen Sprachen oder bei den meisten anderen Sprachen macht man das hier mit den eckigen Klammern, nicht in Scala. Hier nehmen wir die runden Klammern. Also a von 1 ist gleich, keine Ahnung, 1 und a von 4 ist gleich 3 oder sowas, was weiß ich. Packt da einfach irgendwelche Variablen rein, die ihr halt gerade braucht. Und ja, wie ihr schon wisst, das habe ich euch ja schon in dem Vorschleifen-Video gezeigt. Guckt euch das eventuell nochmal an, das ist echt eins der wichtigen Videos. Kann ich außen hier eine Variable x erstellen und kann dann eben hier drin mein Array übergeben und einmal drüber iterieren. So. Ach so, ja, ich sollte es vielleicht noch zugreifen. Ist gleich 0. So. Na, geh weg. Jetzt. Und kann dann hier zum Beispiel meine ganzen Einträge aus A ausgeben, indem ich einfach x ausgebe. Also ich iteriere quasi über das Array automatisch drüber, habt ihr ja schon alles gesehen. 0, 1, 0, 0, 3. Und was sehen wir hier dran gleich? Naja, der Default-Wert ist standardmäßig auch 0. Also wenn wir nichts zuweisen, haben wir einfach überall 0 drin stehen. Also was kann man aus so einem kleinen Testlauf rausfinden? Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Man könnte hier noch zum Beispiel jetzt rausfinden, was ist das größte Element davon. Dann würde ich hier noch so ein var max rausschreiben. Und da brauchen wir dann natürlich, dürfen wir keine Zuweisung gleich am Anfang haben. Ja, was ist los? Ach so, ja, ich muss eine Zuweisung haben. Das ist eine der Sachen, die mich tatsächlich sehr an Scala stört. Man muss immer zuweisen, außer man ist in der Klasse und dann ist es eine abstrakte Variable und man kann sie nicht richtig benutzen. Ja gut, dann weisen wir halt eben tatsächlich gleich mal das erste Element drauf zu. Und hier in der Vorschleife sagen wir dann if x größer max, dann ist unser max gleich x und fertig. Also hier brauchen wir jetzt keine Klammern. Achso, ich gebe nichts aus, ne? Weil es ist ja nur eine Anweisung. Ich würde sie vielleicht trotzdem schreiben, einfach der Gewohnheit wegen und der Ordnung. So. Und jetzt geben wir hier eben das Maximum aus. Mal gucken, was bei rauskommt. 3. Wer hätte es gedacht? Wenn wir 1 und 3 zuweisen und der Standardwert ist 0, dann ist das Maximum logischerweise 3. Ja, wir können auch multidimensionale Arrays zuweisen. Das kennt ihr ja vielleicht aus anderen Sprachen auch schon. Ist nicht wirklich arg viel komplizierter. Wir geben hier weiterhin den Typ an und geben hier hinten dran eben unsere nächste Dimension an. Also sagen wir einfach 5,3. So, und jetzt hat das hier ein ganz klein bisschen Problem damit. Ja, es ist einfach eine Matrix, so könnt ihr euch das vorstellen. Das Problem ist, dass wir jetzt hier nicht mehr drauf zugreifen können, so wie wir es hier getan haben. Wir müssen also das hier mal wieder löschen. Ja, einfach mal hier so raus damit. Und wir sagen 1, 1 ist 1 und 4, 2, keine Ahnung. Ist ja. Und damit wir den Fehler wegkriegen, tun wir hier einfach, wir sagen nicht New Array, weil es ist offiziell kein richtiges Array mehr, sondern es ist jetzt ein off-dim. Da kann man sich dann eben
drüber freuen oder nicht, was ist jetzt für ein Fehler? Not found value of dim, net. Ja, natürlich, ich bin blöd. Das liegt daran, dass ich hier noch nichts importiert habe. Denn, nein, nicht dahin, dahin bitte. So, denn man muss hier, damit man off dim benutzen kann, muss man hier auch mal einen Import machen. Die kennt ihr ja vielleicht schon aus Java, sehen ziemlich genau gleich aus. Fast zumindest, jetzt sehen sie ein bisschen anders aus. Man sagt hier Array und dann Punkt und dann Bodenstrich. Bodenstrich bedeutet einfach alles. Bei Java sieht es so aus. In Scala sieht es halt mit dem Bodenstrich aus. Scala wollte halt was Besonderes sein. So, ja, hier habe ich jetzt das Problem, dass es mir sagen möchte, dass ich zu viele Argumente habe. Das liegt daran, dass ich hier das Komma benutzt habe. Man benutzt, man benutzt diese doppelten Klammern, also man sagt links und rechts, also quasi Zeile, Spalte, wenn ihr euch das Ganze hier als Matrix vorstellt, dann haben wir hier eine 5-3-Matrix, also aktuell Zeile, Spalte, 3 Stück, 1, oh, ich mache es ein bisschen kleiner, sonst wird es furchtbar riesig. So. So, das ist jetzt eure Matrix sozusagen. Das ist jetzt kein Code, keine Sorge. Hier ist Element 0,0, hier ist Element 1,1, hier ist Element 0,1, hier ist Element 1,0 und so weiter und so fort. Hier ist dann eben 2,2. Ihr fangt bei 0 an zu zählen, wie immer. Okay, und zuweisen könnt ihr es dann eben, indem ihr hier diese doppelten Klammern macht. Nicht wie ich gerade den Fehler gemacht habe, ist einfach dämliche Gewohnheit, weil ich so viel Java programmiere mit Komma, sondern mit eben Klammern. Ja. Und so könnt ihr dann natürlich alles machen. Ihr könnt dann drüber laufen und wie in der Vorschleife eben auch und dann passt die Sache ja schon. Genau. Das Problem, wenn ihr jetzt hier das Ganze über diese Schleife macht, also wenn ihr jetzt hier schreibt, war x gleich 0 und dann über die Vorschleife drüber iteriert, also so wie wir das bisher gemacht haben, x, wie heißt es, a ist es, genau so. Und wenn ihr hier dann jetzt print, upsala, print line über x angebt, dann passiert das, was ich hier unten schon gemacht habe. Wo kam das jetzt gerade her? Okay. Mein PC tut wieder komische Sachen. Ja, dann passiert eben das hier. Und es gibt euch einfach nur die Adressen raus, die wir hier eben von der jeweiligen Dimension eben erhalten. Das ist das Problem. Das heißt, ihr müsst hier dann vielleicht so drüber iterieren, indem ihr schreibt a von 0 und so weiter und so fort. Und dann passiert Folgendes. Dann kriegen wir hier nämlich die oberste Zeile raus. Damit kriegen wir die nächste Zeile raus. Wenn es denn mal läuft. Komm schon, lauf. Jetzt. Und wenn wir das Ganze jetzt so machen, dass wir hier noch eine zweite Vorschleife schreiben, i von 0 to 2 und so, dann bekommen wir hier i rein und sagen hier print x und geben hier unten drunter ein print line an. Und dann können wir das Ganze ein bisschen besser sehen. So, jetzt haben wir hier nämlich ein 000, das ist die oberste Zeile, also das 000 von unserem Array. Dann 010 wäre dann das hier. Also die, das ist die 1, die wir hier in der Mitte haben, das ist an der Stelle 11. Und der Wert 3 steht an Stelle 22, das ist eben dieser Wert. So, und jetzt kann man mit Arrays so coole Sachen machen, wie mit der Vorschleife natürlich auch. Wir können nämlich wieder über Ranges gehen. Und Ranges sind etwas komplexer. Man kann hier nämlich, ich mache das gerade mal wieder raus. So, ja, Ranges, genau. Ich bleibe dafür mal bei dem eindimensionalen Array. New Array vom Typ Int. Ups. Und zwar hätten wir davon gerne, nee, machen wir gar nicht so. Wir machen das direkt. Wir sagen hier, wir generieren eine Liste. Und das ist dann mehr oder weniger gleich ein Array. Und hier sagen wir dann eben direkt Range.
Unser Startwert wäre, keine Ahnung, zum Beispiel minus 50. Unser Endwert wäre 100 und unsere Schrittweite, die wir hier haben wollen, wäre 5. Und was das macht, ist folgendes. Ich definiere wieder mal eine Variable x, wie immer. Und x bekommt den Wert, alle Werte in a. Und wir geben hier println über x aus. Das könnten jetzt ein bisschen viele werden. So. Was das macht, ist, es fängt bei minus 50 an. Also das ist jetzt wirklich einfach nur a ausgegeben. Ich habe keine Magie damit gemacht oder sowas. Minus 50, dann minus 45, das ist diese Schrittweite hier. Deswegen über die Range, das ist dieses Range, was das macht. Immer mit der Schrittweite, also wir fangen bei minus 50 an, mit der Schrittweite 5 bis 100 hochgehen. Aber Achtung, 100 ist nicht mehr dabei, wie wir sehen können. Ja, kann ich natürlich auch machen, wie ich möchte. Ich kann natürlich auch bei 50 anfangen und bei minus 100 aufhören und eine Schrittweite von minus 5 machen. Geht genauso. Dann fange ich aber bei 50 an und minus 100 ist halt nicht dabei. Ja, also dann laufe ich einfach rückwärts. Kann man machen, wie man möchte. Genau. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich euch zu Arrays zeigen wollte. Vor allem die Range ist wahrscheinlich neu für euch. Probiert damit einfach mal ein bisschen rum und habt Spaß. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.